Guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr dies gerade seht, und herzlich willkommen zu Urbex Stories. Heute haben wir hier eine doch recht große Fabrikanlage für euch. Um was es sich da genau handelt, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir sind mega gespannt. Seid dabei, los geht's! Hier draußen haben wir direkt so ein doch recht vollgemüllten Container. Wahrscheinlich war das mal so eine Art kleines Außenbüro oder sowas, würde ich fast schätzen. Oder Security? Oder irgendwann ehemals mal Security, aber das scheint dann schon eine ganze Weile her zu sein. Was ist denn? Oh ja. Was haben wir da denn Schönes? Oh, bevor ich mal auf das schicke Ding hier eingehe, waren auf jeden Fall Kabeldiebe am Start. Wir hoffen mal, dass es trotzdem noch lohnt, in das Gebäude reinzugehen. Aber wenn ich mir schon diesen Bagger hier angucke, das ist ja schon wieder mega. Das sieht man auch nicht alle Tage. Wie viele Jahre der wohl schon hier steht. Der ist komplett eingerostet. Aber sieht mega aus. Ich wollte hier gerade mal auf die Ziegel eingehen. Das sind wahrscheinlich auch die Ziegel, die hier mal hergestellt wurden. Das ist, glaube ich, ein Ziegel- und Klinkerwerk, wenn ich das richtig gelesen habe. Die lagern hier draußen. Allerdings wurden selbst dieses Carport hier wird schon mit den Ziegeln gestützt, damit das überhaupt noch da oben bleibt. Also ich glaube, Leute, wir müssen hier wirklich tierisch aufpassen, nicht dass uns noch die Decke auf den Kopf fällt. Dieses ganze Gebäude scheint wirklich riesig zu sein. Von außen sieht es wirklich noch gut aus. Ich hoffe, da drin ist wirklich noch was zu sehen, weil schade wäre es, wenn nicht. Es gibt ja wirklich Verrückte, die da oben jetzt hochklettern würden, aber nie im Leben. Selbst wenn ich keine Höhenangst hätte, das würde ich nicht machen. Hier haben wir draußen noch so einen Ofen, wie es aussieht. Hier haben wir diese Luke, der ist auch schon relativ hoch. Echt ein mächtiges Gerät, muss ich sagen. Die scheinen hier ordentlich was produziert zu haben. Hier vorne bahnt sich auf jeden Fall schon mal ein Weg ins Gebäude. Alter Schwede, das haben die ganz schön zerdeppert hier. Ich reiche das mal immer nicht weiter, Maus. Ja. Bürogebäude gewesen zu sein. Hier wachsen aber schon Pflanzen ins Gebäude. Hier im anscheinend ehemaligen Bürotrakt befinden sich auch die Toiletten in Blau. Und das Waschbecken auch in Blau. Also das ist eine ganz interessante Optik hier. Riesige Dusche, aber nur eine. Und da, wo Nicole jetzt gerade steht, ein riesengroßer und alter Industriekopierer. Und eine Küchenzeile. Wasserbeule, also hier scheint mal die Mitarbeiter-Teeküche gewesen zu sein. Und da hinten haben wir noch irgendeine Waage oder Prüfgerät für die Ziegel eventuell. Ist möglich. Gehen mal ein Stockwerk höher. Hier scheint auf jeden Fall Steinboden zu sein, hier ist alles gefliest. Oh, die Decke. Die Decke. Ja, da oben sieht sie nicht mehr allzu prall aus. Wir gucken uns hier erstmal um. Ah ja, hier haben wir auch die alten PC-Lüfter. Wahrscheinlich unten auf den Schreibtischen alle noch in den PCs verbaut waren. Und eine nächste Küche. Hier oben befinden sich noch mehrere Schreibtische. Aber was auffällt, ist, dass die hier ziemlich deplatziert stehen, weil das hier hat definitiv noch ein Bad. Hier finden wir ziemlich viele Schuhe und so Jacken und allem drum und dran. Entweder war das mal Mitarbeiterkleidung, dass hier vielleicht ein Umkleideraum war, oder hier haben sich mal Obdachlose niedergelassen, aber ich würde wirklich eher auf Arbeitskleidung tippen.
Leute, mit der Berufskleidung lag ich, glaube ich, gar nicht falsch. Nicole hat hier gerade diese Schränke entdeckt und hier steht es auch drauf. Berufskleidung. Das waren hier die so kleine abschließbare Spinde extra für Klamotten. Da haben da zwei, drei Hosen und Jacken drin. Da konnte jeder Mitarbeiter sich das neu rausnehmen. Kenne ich selber so. Interessant. Okay, cool. Oh, Leute. Hier ist tatsächlich noch alles vorhanden. Ich werde wahnsinnig. Guckt's euch an. Oh, das sind die ganzen Antriebsriemen. Die hängen hier noch an der Wand. Zum Wechseln, zum Austauschen. Und guckt euch mal diese riesenlange Halle an. Was hier in der Halle drin steht, das sind so riesig lange Waggons. Da waren wahrscheinlich mal die fertigen Ziegel drauf, weil die gingen dann hier rum. Und hier wahrscheinlich durchs Tor raus. Da konnte das dann in LKWs verladen werden und zum jeweiligen Kunden abtransportiert werden. Und auch hier wieder überall noch Arbeitsschuhe. Das ist wieder wie direkt verlassen. Man hat gerade noch gearbeitet, dann hieß es wahrscheinlich Hände weg von den Maschinen, alle stehen und liegen lassen und raus hier. Das schreit wirklich alles nach irgendeinem Insolvenzfall. Gucken, ob wir da irgendwie was rausfinden. Ist auf jeden Fall wieder wahrscheinlich für sämtliche Mitarbeiter und das werden nicht wenige gewesen sein. Sehr traurig gewesen. Oh, hier lang des Waggons haben wir eine ganz, ganz alte Stempeluhr. Das ist ja krass. Da oben ging eine Karte rein. Dann wurde unten an dem Hebel gezogen, zack, und gestempelt. Ob das jemals besser geklungen hat, weiß ich allerdings nicht. Dieses Gerät neben der Stempeluhr steht mit Sommerzeitumstellung. Das war auf jeden Fall wahrscheinlich für die Stempeluhr gedacht, dass sich das automatisch umstellt. So, die ganze Mechanik vorhanden, aber irgendwer hat das halt schon leider offen gerissen. Aber sieht nur ganz gut aus. Ich komme ja leider überhaupt nicht aus dem Bereich von wegen Ziegel und so weiter oder Steinbearbeitung. Aber ich finde das ja wirklich mega interessant, das mal so zu sehen. Ja, so genannte U-Steine hier. Auf jeden Fall alles Mögliche an Stein und Ziegel gefertigt, würde ich mal fast behaupten. Und Leute, das ist doch mal der absolute Hammer. Anscheinend, ja, seht ihr das Loch da oben? Genau dadurch riechen jetzt wahrscheinlich schon seit Jahren. Und sorgt dafür, dass hier sich die Natur alles zurückholt. Das ist wirklich der Satz, den man an solchen Orten am meisten sagen kann. Wahnsinn. Also anscheinend scheinen die hier auch was aus Keramik und so weiter gemacht zu haben, weil das da vorne, das sind doch so Teller und sowas und auch hier vorne. Also irgendwie meinen wir das schon. Das hier könnte so eine Art Form gewesen sein. Also haben die anscheinend nicht nur Ziegel gemacht, sondern auch Sachen aus Keramik. Das sind sämtliche ehemals verpackte Sachen. Das sieht aus wie so eine Keramikglocke. Und hier kommen wieder haufenweise Ziegel. Also wir haben gesehen, vorne steht Ziegel- und Klinkerwerk und hier drin ist tatsächlich, da müsst ihr euch jetzt epic sehen, deswegen zeige ich es euch gar nicht erst, ein Schild für eine Keramikmanufaktur. Also anscheinend haben die tatsächlich beides hier gemacht. Sehr interessant. Ich bin gespannt, was wir noch so finden. Hier neben finden sich wieder Büroräume und hier sind ein Haufen Unterlagen. Also hier liegen auf jeden Fall achtbare Zeugnisse, unsere Geschichte und Kultur, Jugendpreis 2000. Irgendwer eine Mappe für den Jugendpreis fertig gemacht. Und die anderen Schreiben für die Mitgliederversammlung sind von 2005. Leute, ich bin wirklich, wirklich fasziniert. Oh Mann. Die Decke, die ganze Verkleidung ist schon am Runterkommen. Hier war anscheinend auch mal ein Kran drin. Obwohl das doch eher hier auch so eine Art Bürotrakt gleicht. Wahrscheinlich teils. Hier sind noch so Werkbänke, ganz, ganz alte Schränke, wo eine uralte, riesige Waage stehen.
Das einzige Problem ist, wenn ich jetzt weiter hier nach vorne gehe, dass da vorne Wohnhäuser sind. Und bei dem guten Wetter sind die natürlich auch alle draußen. Das heißt, wir gehen mal nicht in den Vorderbereich. Das ist anscheinend der Kundeneingang. Wir bleiben jetzt nur hier. Ich halte euch einmal noch mal kurz rein. Und dann gehen wir mal wieder zurück in die Halle. Da hinten ist dieser Kundeneingang. Hat sich doch hier mal alles schick gemacht, hier mit den ganzen Bildern und so weiter, damit hier die Kunden empfangen werden konnten. Und so muss ja alles immer schön sein. Auch die Decke macht gleich einen ganz anderen Anspruch. Und hier hinten sehen wir auch gleich die Häuser. Und das ist da vorne echt zu frei. Das lassen wir hier. Vielleicht mal diese alten Fenster hier an. Hier haben wir auch noch solche Backformen, wahrscheinlich für die Keramik alles. Und so Scheiben zum Auflegen der Teller. Und hier schon ordentlich Mucke drin. Sich richtig was angesammelt über die Jahre. Das ist nur die Vorhalle. Hier wurde anscheinend tatsächlich bis hinten hin nur die Waggons beladen. Also müssten wir noch die Produktionshalle finden. Oh Leute, ich glaube, wir kommen zu den Brennöfen. Hier haben wir so eine Rampe. Hui, tue ich mal dieses Rolltor da oben an. Das ist echt ein Riesenofen. Hier unten sehen wir auch diese Lore oder Rampe, wo wahrscheinlich die Paletten mit den Ziegeln drauf waren. Ja, und die wird immer, guck mal, immer verschoben. Da vorne ist da vorne und hier, wo wir gerade waren. Genau, von hier kamen wir. Hätten wir euch das ja gezeigt. Geht nach draußen zum Rolltor. Und hier vorne sind weitere Schienen. Da wurde das dann alles drauf geschoben. Zack, hier rüber in den Ofen. Aus dem Ofen wieder raus. Ja, und dann hier zu den Waggons und ab auf dem LKW. Ah ja, hier wollte eine Laura, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, Urlaub beantragen. Donnerstag, den 22.03.2007. Ah, okay. Urlaubstage? Einer. Oh, cool. Und Schichtdienst liegt hier auch noch. Habt ihr das gehört, Leute? Es ist auch ordentlich am Winden hier. Das wäre jetzt eine gute Frage. Wir hoffen mal, dass es nur der Wind ist. Aber ich glaube, ihr hört das auch, oder? Erstmal aus Sicherheitsgründen lieber gucken gehen, ob es wirklich nur der Wind war. Aber hier vorne ist es jetzt wieder ruhig. Anspannung pur, Leute. Wir machen erstmal weiter. Vielleicht war es ja tatsächlich nur der Wind. Was ich euch eigentlich gerade sagen wollte vor diesem Knall. Ich bin absolut beeindruckt, bin auch nervös. Habe ich live noch nie gesehen. Leute, das meine ich. Wahnsinn. Ich glaube, hier haben wir einiges uns anzugucken. Absolut einiges. Direkt mal an. Diesen Schienen, wo wir gerade waren, haben wir hier einen richtig riesigen Ofen. Guckt euch das Ding mal an. Hier konnten auch die Waggons aufgefahren werden. Und ich gehe mal stark von aus, dass hier dann tatsächlich die Ziegel gebrannt wurden, richtig, dass das dieser Brennofen ist. Und dieser kleine, den wir gerade gesehen haben, vielleicht nur für die Keramik ist, um die auszuhärten oder wie auch immer. Weil das Ding hier, das ist doch um einiges mächtiger. Dieser kleine Ofen hier, der erinnert mich so ein bisschen an so einen Härteofen von einer Metallfirma. Die sehen ungefähr genauso aus. Boah. So ein kleines Laufband. Aber die Maschinen, die stehen hier teilweise etwas deplatziert, wie ich finde. Und, wie man auf dem kleinen auch sieht, die haben Nummern drauf. Das ist zum Beispiel 312. Ist auch 322. 322. Also mit der Insolvenz dürften wir recht haben. Ja, total fasziniert persönlich sind diese Waggons hier. Die sind komplett alle voll mit Ziegeln, die noch in den Ofen sollten oder abtransportiert werden sollten. Hier ist absolut alles voll damit. Vielleicht
das an, wenn das Licht hier so reinbricht in die Halle. Muss damals ja schon so ausgesehen haben hier. Irgendwie richtig stark. Es knallt und knarrt hier an allen Ecken und Kanten. Ich sag's euch, Leute. Das ist schon heftig atmosphärisch hier drin. Da wollen wir uns aber nicht von unterkriegen lassen. Hier in diesem kleinen Raum in der großen Halle sehen wir eine alte Drehbank. Firma Heiligenstedt sagt mir jetzt nichts, aber ich habe selber mal bei solchen Drehbänken gedreht, auch in der Ausbildung. Ich habe tatsächlich noch einen Drehstahl drin mit Platte, alles noch vorhanden. Musste hier mit Hand gekurbelt werden, aber ich sehe hier drin, die hatten auch schon manuellen Vorschub. Das heißt, du konntest hier den Hebel drehen, Vorschub einstellen an so einem Regler und dann fuhr die auch teilweise schon automatisch. Nicht wie die heutigen CNC-Maschinen natürlich nicht, aber schon echt ein nettes Ding. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man die noch wieder in Betrieb nehmen könnte, wenn man die so ein bisschen wieder schick macht. Die wird bestimmt noch laufen. Dadurch, dass hier die Drehbank drin steht und noch einiges anderes, was ich euch gleich zeigen werde, gehen wir mal davon aus, dass das hier die Werkstatt war für Reparaturarbeiten und so weiter. Hier konnten wahrscheinlich auch die Form wieder repariert und instand gesetzt werden, weil neben der Drehbank ist ja noch diese kleine Kreissäge. Hier haben wir tatsächlich noch, ja, es ist keine Presse, es ist eine Schere. Eine riesige Schere, der Sachen durchgeschnitten werden konnten. Ihr wisst mal gern, wie alt das Ding ist. Ja, und hier neben direkt ein Schmiedeofen. Für das Moped da unten jetzt war, ist einmal dahingestellt, das weiß ich jetzt nicht. Aber in dem Schmiedeofen auch noch eine richtige Entlüftungsanlage dran. Also das war auf jeden Fall eine Werkstatt. Hier haben wir die Kabine zum Schweißen. Und auch noch ein Kanister dafür. Und damit der Schweißer auch nicht langweilig wurde, hat er da oben direkt noch ein ganzes HiFi-System stehen. Aber nicht schlecht. Es ist krass, wir wissen gar nicht, wo wir hier weitermachen sollen. Zuerst, weil das ist überwältigend hier. Hier in diese Lamellen, würde ich sagen, gehen wir mal später rein. Und jetzt befassen wir uns mal mit den Okolyten hier. Meine Güte. Ich kann euch jetzt nur das sagen, was ich weiß. Also es ist auf jeden Fall ein Förderband da vorne, höchstwahrscheinlich für Kies oder sowas. Hier haben wir absolut riesige Zahnräder. Irgendwelche Bodenplatten oder keine Ahnung was, oder Ventilatorplatten. Hier ist auch noch so ein Misch. Boah, nicht das Mischschaufel, Schaufel einfach nur. Also das ist so krass groß hier. Jetzt wissen wir durch die Nummern ja eh schon, dass es ein Insolvenzfall war. Und jetzt sieht man auch, dass die Produktion von jetzt auf gleich auf die Sekunde gestoppt werden musste. Seht ihr das da oben? Auf diesem Förderer da, auf dem Regal, da liegen noch Ziegel drauf. Die sollten eigentlich direkt hier unten weiterverarbeitet werden. Die Maschine wurde gestoppt und die Ziegel liegen da oben noch auf 7:30. Heftig, wirklich heftig. Oh, hier wachsen überall schon die Pflanzen aus diesen mechanischen Regalen raus. Da waren wahrscheinlich überall mal solche Paletten drin wie da vorne mit Ziegeln drauf. Die konnten dann hoch und runter fahren. Das ist irre, sowas zu sehen. Auch hier ist wieder eine Nummer drauf. Anscheinend wollte die Maschine aber niemand haben. Vielleicht schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr aktuell so gewesen von der Technik heutzutage oder so. Ich sag mal, von 2007 haben wir ja noch was gefunden, einen Urlaubsantrag. Also 2007 war diese Firma auf jeden Fall anscheinend noch in Betrieb. Das Bedienpult hat eindeutig auch schon bessere Zeiten gesehen. Aber hier sehen wir, wie wir das alles bedienen konnten. Schnellgang, Verriegelung, Brücken, Richtung, Umkehr, Drehen, Drehen, Nullstellung. Alles Mögliche steht hier noch drauf. Da war dann einer hier wahrscheinlich für die Kontrolle der ganzen Maschine hier zuständig. Das ist aber auch eine Aufgabe. Und ich sag's euch jetzt, wie es ist. Dieser Anblick ist einfach mega. Guck mal, was hier schon für Bäume teilweise drin wachsen. Wie angegrünt das hier alles ist. Man fühlt sich echt wie in der Postapokalypse. Gleich kommt hier hinten aus der Maschine noch so ein Zombie rausgekrochen und dann ist alles perfekt. Also
Ey, heftig, wirklich heftig. Walking Dead. Sozusagen. Oder The Last of Us. Und. Also, Hammer. Förderband runter, das Gummiförderband, schon lange gerissen anscheinend. Ist auch alles voller diesen Ziegelstaub am Boden. Hier haben wir einen riesigen Antrieb in der Maschine. Ich weiß nicht, ob das mal was mit diesem Förderband hier zu tun hat, aber ich glaube eher weniger. Eine wirklich mächtige Maschine, muss ich sagen. Leute, die Nicole hat mich auch wieder darauf hingewiesen. Ein Schritt zu viel und das Bein ist gebrochen. Also gerade in so Industrieanlagen ist das teilweise wirklich heftig. Passt bitte immer auf euch auf. Ja, okay, zu dieser Maschine kann ich wirklich nicht allzu viel sagen. Ich könnte mir vorstellen, weil es da oben an diesem Förderband drin ist, dass hier irgendwas zerkleinert wurde. Dass das hier oben reinging, also vielleicht Steinbrocken, Felsbrocken. Dann hier in dieser Maschine zerkleinert wurden. Das ist vielleicht noch möglich. Wenn irgendeiner mehr darüber weiß, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, weil das würde mich wirklich mega interessieren. Ich hörte, du hast einen Zombie entdeckt. Das ist viel besser. Die Natur, wie gesagt, holt sich ja alles zurück. Ach du meine Güte, ich glaube, ich sehe schon, was du meinst. Das ist ja schon ein Feuchtbiotop hier hinten. Ehrlich, Leute, sowas habe ich noch nie gesehen. Nicht in so einem Lost Place. Ey, heftig. Ich glaube, die Begeisterung müsstet ihr echt alle verstehen können. Zumindest jeder, der ein Lost Place besucht, weil das ist ja in der Location allererster Güte, ey. Ich bin beeindruckt. Den Blick aufs Wesentliche nicht zu verlieren. Hier scheinen auch so Öfen zu sein. Wahrscheinlich die etwas, ich schätze mal, das wird auch für Ziegel gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir hier einige an der Zahl. Und da, wo Nicole jetzt steht, da steht auch noch dran, aufgeschrieben wurde, Sorte, Stück, Datum, Tag und Uhrzeit. Wusste man wahrscheinlich auch immer, welche Sorte wann herausgeholt werden musste. Echt krass, nicht gerade wenig. Nicole sagte gerade zu mir, ich sollte hier auf jeden Fall mal reingehen in den Raum. Es gibt Dinge, die hat man noch nie gesehen. Und das ist so eine gigantische Walze beispielsweise. Heftig. Jetzt sehen wir auch die Bodenplatten. Die lagen hinten als Reserve rum. Ja, die mussten mit Sicherheit öfters mal ausgetauscht werden, wenn diese Walzen da drüber gehen. Das ist ja krass. Gut, alles zerkleinert zu Granulat und fiel dann da unten rein. Wurde dann auf diesem Förderband wieder hoch verlagert. Und anscheinend eingeschmolzen. Diesen riesen Förderband vorbei. Was wirklich nicht gerade ohne ist. Und anscheinend in so einem kleinen Außenbereich. Boah. Ein halber Außenbereich. Hier konnte anscheinend auch wieder auf- und abgeladen werden. Und dann sind die Steine, die dann in den Walz reinkamen. Genau. Und das schätze ich auch ganz stark, da dürft ihr recht haben, dass das die Steine sind, die diese Walzen zerkleinert haben. Das sind relativ normale Bruchsteine. Und guck mal hier, dieser Wagen, den hatte ich gerade gar nicht gesehen. Damit konnte man hier die Ziegel, die gebackenen, wieder aus dem Ofen rausholen. Konnte man dann hier mit den Schienen weiter fortfahren, wo dieses Feuchtbiotop jetzt drin ist. Und der konnte die Ziegel rein und raus packen. So eine Art wie ein Stapler. Das ist ja geil. Können wir gut vorstellen, dass das sogar richtig Spaß gemacht hat zu bedienen. Das war noch alles da, der Joystick ist noch da, drei Knöpfe und ein sozusagen Lenkrad, Lenkstange. Wenn wir hier zwei Karosserien noch stehen, wie auch immer die hier hinkommen oder was die hier zu suchen hatten. Was würdest du sagen, Maus, ist das für eine Marke? Ich würde sagen Audi. Beide.
Ja, das könnte sogar wirklich hinkommen. Audi A4. Das könnte auch einer sein, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Aber es sind auch tatsächlich nur noch die Karossen. Oh, das sind doch Autos, die gerade aus dem Werk kommen, also noch nicht fertig sind. Die. Eigentlich schon. Oder nicht, so sehen die doch aus. Würde ich jetzt auch so sagen. Ich glaube nicht, dass die schon mal irgendwann mal fertig gebaut wurden, weil da ist auch nicht eine wirkliche Lackierung drauf. Und diese leichte Grundierung drauf. Aber was machen die dann hier? Das war schon ein bisschen merkwürdig. Schauen wir uns jetzt mal in dem anderen Teil dieser Halle um. Hier sind wir soweit fertig. Es geht noch eine ganze Ecke weiter. Und es werden nicht weniger Förderbänder. Hier wieder überall. Es ist riesengroß. Es ist eine riesen Produktionsstraße hier. Eine komplette. Man muss wirklich sagen, das ist wirklich nicht klein. Absolut nicht. Ah, hier oben haben wir anscheinend das Schichtleiterbüro. Da konnte hier die Produktion überwacht werden. Der Leiter ist allerdings weg. Weiß nicht, ob wir noch irgendwie da hochkommen. Aber das war wirklich in den Firmen immer so. Ich weiß nicht, wie es heute ist bei solchen Riesenfirmen, aber da haben die mal von oben direkt zugeschaut, dass auch alles mit rechten Dingen zuging hier unten. Und hier gelangen wir allmählich ans Ende dieser Waggons. Vorne sehen wir das gegenüberliegende Tor. Zwecks Auf- und Abladen. Ja, und hier über diesem Laufband ein Kran, würde ich sagen. So ein Greifer. Hat sich wahrscheinlich, so wie es aussieht, entweder einzelne oder vereinzelte Ziegel gepackt oder eine ganze Palette. Das kann ich euch jetzt leider nicht so sagen. Sieht aber mega interessant aus. Es ist ja halt immer das Interessante an solchen Geschichten. Man sieht so Firmen von außen, man sieht, wie das Produkt fertig ist und. Aber mal so wirklich von innen als Nichtmitarbeiter, das ist ja schon wirklich echt interessant. Und das ist gerade eigentlich bei dem Hobby auch das, was eigentlich richtig cool ist, finde ich. Auf jeden Fall. Also es macht Laune, richtig Laune. Wann kommt man mal in so eine Fabrik? Selten, wirklich selten. Gerade noch was Tolles entdeckt. Schau ich mal das hier an. Das müsste so eine Art Laserschranke gewesen sein. Weil wenn hier irgendeiner zum Beispiel drauf musste oder so, dass das direkt gestoppt wurde, die Waggons und nicht weitergefahren sind. Es sieht zumindest stark so aus. Es sind keine Knöpfe, es sind Lampen. Und es könnten Laser sein. Okay, was haben wir denn hier noch entdeckt? Das sieht ja glatt so aus wie so ein Lager. Ja, Ersatzteillager würde ich sagen. Zahnräder, also ein altes Kontrollfeld, kleine Motoren, das scheint tatsächlich so eine Art Lager gewesen zu sein. Ein paar Ordner sind hier auch noch drin, ja, und Transistoren, alles mögliche, Lithiumsicherungen. Das war alles zum Instandhalten der Maschinen wahrscheinlich. Wir wollen hier tatsächlich alles zu Geld machen, der Insolvenzverwalter, selbst dieser kleine Kessel hier. Hat eine Nummer. Und direkt neben diesem Kessel würden wir uns auch bei euch verabschieden. Wir sind richtig geflasht von dieser Location. Wir hatten gehofft, dass noch was drin ist und es war tatsächlich noch alles hier drin. Wahnsinn! Wenn ihr das genauso seht und euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gern einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal bei Urbex Stories.